Herzlich willkommen zu einer weiteren bekannten Schachpartie. Dieses Mal wahrscheinlich sogar die bekannteste Schachpartie. Sie nennt sich oder wurde mit die unsterbliche Schachpartie oder die unsterbliche Partie betitelt. Gespielt wurde sie am 21. Juni 1851 in London zwischen Adolf Andersen, einem deutschen Schachgroßmeister zu der Zeit, und Lionel Kieseritzky. Und in dieser Partie passieren unglaubliche Dinge. Aber wir fangen erstmal an mit E4, E5 und dem angenommenen Königsgambit. Gut, auf die Öffnung gehe ich jetzt nicht so stark ein. Das war halt Mode zu der Zeit. Läufer C4 und Dame H4. Damit gibt Weiß das rechte Rochade auf. Ist aber nicht so schlimm. König F1, König E2. Ist nicht so gut, denn von dort aus hätte Schwarz weitere Schachs und auch die Dame wäre nicht wirklich im Spiel, sondern würde durch ihren eigenen König blockiert werden. So, B5 wurde jetzt gespielt, nennt sich das Brian Gambit nach einem amerikanischen Großmeister. Hier opfert Schwarz selber einen Bauern, weil er zurzeit ein Mehr hat, kann er ruhig machen. Und möchte sich dadurch schneller entwickeln. Zum Beispiel könnte der Läufer jetzt sofort auf B7 und würde diese Diagonale A8, H1 doch schon ziemlich ins Visier nehmen. Und das könnte durchaus gefährlich werden. So, Weiß nimmt. Springer F6, Springer F3 greift die Dame an, die muss ziehen und geht nach H6. D3. Hier wurde auch manchmal angemerkt, Springer C3 wäre vielleicht stärker gewesen. Aber das ist jetzt nicht der eigentliche Kern dieser Partie. Es geht weiter mit Springer H5, droht. Springer G3 mit Schach und man kann nicht mit dem Bauern wieder nehmen. Ansonsten würde dahinter der Turm auf H1 hängen. Deswegen hat Adolf Andersen dagegen was zu finden gesucht und hat Springer H4 gespielt. Turm G1 wird auch hier als der stärkere Zug angegeben, aber Springer H4 stellte sich heraus, zumindest in dieser Partie, war auch gut spielbar. So, Dame G5, greift den Springer an, der muss halt wieder ziehen, geht nach F5. C6, jetzt greift Schwarz den Bauern an, der Läufer muss ziehen und vielleicht sehen wir dann in Zukunft sogar D5, um die Verteidigung des Springers aufzuheben. Läufer A4 wäre vom Computer vorgeschlagen. Der eigentliche Zug von Andersen war aber G4. Gut. Der Bauer kann nicht en passant genommen werden, ansonsten würde die Dame einfach hängen. Geht natürlich nicht. Und jetzt ist der Springer angegriffen, aber gleichzeitig hängt hier hinten natürlich auch der Läufer. Schwarz entschließt sich trotzdem erstmal nach F6 zu gehen. Und jetzt hängt der Bauer auf G4 und der Läufer auf B5. Weiß muss also noch einen zwingenden Zug finden und den findet er in Form von Turm G1. Das verteidigt erstmal den Bauern und Schwarz nimmt den Läufer. Kommentatoren, die diese Partie analysiert haben, haben hier Schwarz empfohlen, sich doch lieber um seine Entwicklung zu kümmern, vielleicht auch sogar mit H5. Aber Kieseritzky hat sich in dieser Situation dafür entschieden, den Läufer zu nehmen. Damit hat er erstmal eine leichte Figur mehr. Gut, und jetzt kommen ein paar Tempis auf die Dame mit H4, Dame G6 und H5. Die Dame geht zurück, ist ihr einziges Feld. Und jetzt Dame F3. Das droht zum einen Läufer F4 und die Dame wäre gefangen und zum anderen E5. Angriff auf den Springer und gleichzeitig auf den Turm auf H8. Das muss abgewehrt werden und das geht leider nur mit dem unschönen Springer G8. Die Dame kann jetzt zurück und E5 ist jetzt auch nicht mehr. Die Drohung könnte mit Springer C6 abgewehrt werden. Es geht weiter mit Läufer schlägt F4, Angriff auf die Dame. Auch hier die Anmerkung Springer C3.
mit vielleicht Springer D5 oder Springer schlägt B5 und hier eventuellen Gabeln wäre vielleicht auch ein schöner Gewinnweg gewesen, aber Läufer F4, Dame F6 und jetzt Springer C3. Gut, jetzt müsste sich Schwarz langsam um seine Entwicklung kümmern. Ein weiterer Damenzug wäre sinnlos, deswegen Läufer C5, Angriff auf den Turm. Aber das kümmert Weiß gar nicht. Der spielt nämlich Springer D5. Greift die Dame an. Die kann jetzt aber auf B2 nehmen und plötzlich sind beide Türme angegriffen. Aber auch das wird von Weiß ignoriert, denn der spielt Läufer D6. Und Läufer D6 ist ein sehr umstrittener Zug. Kasparov, äußerte zum Beispiel Bedenken gegen diesen Zug. Früher, ganz zum Anfang, gab es noch zwei Ausrufezeichen für diesen Zug. Spätere Analysen sind zum Schluss gekommen, dass dieser Zug doch ein großer Fehler war. Wie dem auch sei. Läufer schlägt D6, fangen wir erstmal hier an. Wenn Schwarz sich entscheidet, keinen dieser Türme zu nehmen, scheitert an Springer D6 Schach. König muss zur Seite, auf F8 wäre sofort matt. Es gibt einen Zwischenschach, der König muss wieder zurück. Schach, König D8 und jetzt ist matt. Das kann man also ausschließen. Das Spiel wurde von Kieseritzky mit Läufer G1 durchgeführt. Das war auch ein Fehler, wie wir gleich sehen. Dame A1, das wurde als entscheidender Zug angesehen dafür, dass Schwarz mindestens das Remis sicher hat, wenn nicht sogar die Partie gewinnt. König E2. Dame B2 ist der entscheidende Zug, der blickt nämlich noch auf G7 und Schwarz kann sich dadurch verteidigen. Gut, es könnte weitergehen mit König D2, ansonsten schlägt Schwarz hier womöglich noch auf C2 und der weiße König hätte ein Problem mit seiner Verteidigung. So, Läufer schlägt G1, jetzt kann man das ruhig machen. Und jetzt E5, Läufer A6 ist der entscheidende Verteidigungszug. Jetzt gibt es zwei Wege. Springer schlägt G7. König D8. Und jetzt sieht man auch, warum Läufer A6 so wichtig ist. Denn dadurch hat der schwarze König doch einen guten Fluchtweg. Dame F7. Und König C8 wird gespielt. Es gibt auch, ich habe seinen Namen vergessen, das schreibe ich dann nochmal in einer Notiz hier ins Video, der sagt, nach Springer H6 kann Schwarz sogar gut auf Gewinn spielen. Und Weiß hat hier echt Probleme. Zwei Türme weniger und eine Leichtfigur. Und das Matt ist weit entfernt. Sogar der Computer zeigt hier nur minus 5 an. Ein sicherer Remisweg wäre nach E5, Läufer A6. Na, Läufer A6, Springer schlägt G7. Ach, pardon, nicht Springer schlägt G7, sondern Springer C7 mit Schach. König D8. Dame schlägt A8. Jetzt droht Dame B8 mit einem, ja, unschönen Schach. Es folgt Läufer B6. Hier kommt das Schach. B8. Läufer C8 und Springer D5. Nach Läufer A5 Schach, König E3 und Dame C1 hat Schwarz hier nicht mehr als das Dauerschach. Darum schauen wir uns jetzt mal schnell wieder den eigentlichen Partieverlauf an. So, wir haben gerade gesehen, Dame schlägt B2, Läufer D6, Läufer schlägt G1 und jetzt folgt E5 und Schwarz ist schon so gut wie verloren. Dame schlägt A1, König E2 und jetzt folgt Springer A6 mit Matt in 3 Zügen. Dazu komme ich gleich. Nochmal gesagt, Läufer A6, das bietet jetzt auch keine Rettung mehr für den Weißen. Springer C7, König D8, Springer schlägt A6. Der Springer kann ich wieder nehmen, ansonsten hängt der Turm auf A8. Und hier sollte Weiß die Partie auch gewinnen können. Dauert natürlich aber ein bisschen länger. Läufer A6 ist also der zähere Zug von beiden. So, Springer A6 und jetzt das Matt. Springer schlägt E7,
König D8, Dame F6 Schach und Weiß opfert zu guter Letzt neben zwei Türmen und einer Leichtfigur auch noch die Dame. Danach Springer schlägt F6, ein erzwungener Zug, folgt Läufer E7, Schach und Matt. Und das war die unsterbliche Partie, die so betitelte. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!